Hallo und willkommen zum letzten Teil unseres kleinen Kapitels zu Publish, Subscribe und Distributed Event Systems. Ich möchte mit Ihnen hier noch ein paar Fallstudien kurz besprechen, bevor wir mit einer kleinen Zusammenfassung dann zu Ende kommen. Die erste Fallstudie, die ich eigentlich nur ganz kurz als Name in den Raum werfen möchte, ist der Amazon Simple Notification Service. Das ist als Toolbox bezeichnet, um Pub-Sub-Systeme innerhalb von Amazon Web Services zu entwickeln und zu unterstützen. Hier ist eine URL dazu. Ich glaube, das können Sie sich am besten selbst anschauen. Hier möchte ich gar nicht groß weiter Zeit verlieren. Genie ist aus der Java-Welt, ist dann irgendwann mal in River umbenannt worden, als es in die Apache Foundation gegangen ist. Auch hier haben wir wieder die Vorstellung, wir haben Subscribers, die sich auf Event Notifications subskribieren können. Und das Ganze basiert auf Java Remote Method Invocation, also die Java RMI-Infrastruktur liegt da dahinter. Die Idee dabei ist, Sie haben Ereignisgeneratoren, die das, Sie ahnen es, Interface Event Generate implementieren müssen. Und dort gibt es eine Methode Register, bei der Sie sich als Subskribent eintragen können. Das machen Sie, indem Sie ein Objekt an diese Methode Register übergeben, die das Remote Event Listener Interface implementiert, das der Event Generator dann entsprechend aufruft und damit das Notify auslöst. Und das Ganze, diese ganzen Methodenaufrufe hin und her zwischen diesen verschiedenen Objekten, die in verschiedenen Rechnern sitzen können, funktioniert eben über Java RMI. So, wenn Sie das strukturell jetzt mit unserer Diskussion von vorne vergleichen, was passiert hier? Das ist eigentlich ein Flooding im Sinne von, ein Klient muss sich bei allen interessierten Event-Generatoren eintragen und die Event-Generatoren flooden an entsprechend die, es ist kein Flooding, senden direkt an alle Klienten. Welche Eigenschaft geben wir bei Genie also auf? Wir geben also das Decoupling in Identity auf und zusätzlich geben wir das Decoupling in Space auf, im Sinne von, wir haben hier eine sehr eingeschränkte Möglichkeit nur, nämlich beim Event-Generator, das Matching durchzuführen. Zusätzlich müssen Sie ja noch rausbekommen als Klient, als Subskribent, bei welchem Generator Sie sich eigentlich eintragen müssen. Auch das ist damit nur eine eingeschränkte Variante eines Pub-Sub-Systems. Insgesamt, genau das ist River bzw. Genie. Eine eingeschränkte Variante eines richtigen Distributed Event Systems. Wie viele Java Interfaces man auch immer da hinschreiben will, das macht es deswegen nicht besser. Okay, schauen wir uns ein etwas moderneres System an, PubSub auf ZeroMQ basierend. ZeroMQ hatten wir ja schon ein paar Mal als Schweizer Taschenmesser für solche Angelegenheiten eingeführt. Wir können hier mehrere Subskribenten an verschiedene, an mehrere Publisher andocken. Und es ist ein relativ eingeschränktes System, da es lediglich Topic-basiert ist. Sie können also einen Textstring als Topic mit angeben. Sie können allerdings Filter auf dieses Topic setzen, um auszudrücken, wofür Sie sich interessieren. Verschiedene Strukturen denkbar, ein Subscriber bei mehreren Publishern und natürlich auch mehrere Subscriber bei einem Publisher. Wenn das nicht funktioniert, haben Sie kein Pub-Sub-System. Hier ist ein kleines Beispiel dafür, wir verbreiten hier Temperaturinformationen. Sie brauchen wieder den typischen Zero-MQ-Kontext. Hier würfeln wir uns zufällige Daten aus, die wir verbreiten wollen als Notifikation. Und das Verbreiten, das Senden das Publishen passiert über eine Send-String. Nicht? Sie können hier nur Strings verteilen an dieser Stelle, den Sie hier sich zusammenbauen. Und dieser Socket, den Sie hier haben, der ist hier oben als ein Publication Socket markiert oder erzeugt worden. Hierüber können Sie Publications versenden. Das ist die Markierung davon. Den binden Sie auf einen bestimmten Port und jetzt brauchen Sie noch das Gegenstück. Jetzt brauchen Sie noch den Subscriber als Gegenstück dazu. Hier bauen wir uns ebenfalls einen Socket und das ist ein Subscriber Socket hier. Und den binden Sie wieder auf einen Port und Sie können hier einen Filter angeben, indem Sie zum Beispiel sagen, dass Sie hier von der Kommandozeile geholt sich auf eine bestimmte Postleitzahl, auf einen bestimmten ZIP-Code hier filtern möchten. Schauen Sie sich hier den Code nochmal an. Der erste Teil unseres Strings war hier der ZIP-Code, für den wir
zufällig ausgewählt irgendwelche Daten publizieren. Was machen wir jetzt mit dieser SIP-Code-Information? Tatsächlich können wir das als Teil der Subskription direkt an den Socket übergeben, sodass wir tatsächlich hier auch nur für entsprechende SIP-Codes eine Notification erhalten werden. Die Notification selbst ist jetzt hier etwas holzschnittartig gemacht, indem Sie hier tatsächlich einen blockierenden Aufruf auf einem solchen Socket machen. Es ist also nicht das Modell eines Upcalls, zu dem zu beliebiger Zeit eine Information gesendet werden kann an einen Thread oder ähnliches. Aber für so ein kleines Beispiel reicht das natürlich völlig aus. Ja, das soll es auch schon sein für dieses Beispiel, wenn Sie sich das noch anschauen. Das ist toll für simple Beispiele, für simple Szenarien. Was man sich hier klar machen muss, das Filtern passiert nur beim Subscriber. Es werden wieder alle Ereignisse an alle Subscriber für den entsprechenden Socket verteilt und filtern erst auf Subscriber-Seite. Sodass Sie auch hier wieder Schwierigkeiten haben werden, das wirklich groß zu skalieren und komplexere Szenarien zu unterstützen. Hier ist ein Link, wenn Sie sich dafür interessieren, wie man das auch in ZeroMQ versuchen kann hinzubekommen. Und als letztes System, als vielleicht das am meisten ausgebaute System, das wir uns hier noch anschauen, kommt noch Redis. Redis ist etwas, auf das Sie vielleicht sogar schon gewartet haben, wann es endlich einmal auftaucht. Ich habe den Text von Redis hier mal einkopiert aus der Webseite, Open Source, BSD, In-Memory, Datenstrukturspeicher, der vielseitig eingesetzt werden kann als eine Datenbank, als ein Cache, auch als etwas, das ein Message Broker ist. Den Begriff des Message Brokers werden wir erst im nächsten Kapitel uns anschauen, geht aber hier schon in die Richtung eines Pub-Sub-Systems. Als Datenstrukturen können Sie hier alles Mögliche reinstecken, was Sie da wollen. Strings, Werte, Hashes, Listen, Range Queries ist eine sehr spannende Sache. Sie können nach Abschnitten suchen und so weiter. Geospatial Indexes mit Radius. Sie können sagen, alles um diesen Punkt mit folgendem Radius interessiert mich. Es hat Replikation direkt mit eingebaut, kann als Cache Least Recently Used arbeiten, kann Transaktionen unterstützen. Also High Availability Version über ein Cluster Unterstützung. Man fragt sich, was es nicht kann. Tatsächlich kann Redis sehr viel. Das ist vielleicht auch seine Schwäche, dass es so viel kann und damit auch nicht unbedingt besonders überschaulich ist. Aber für ein kleines Beispiel geht das durchaus. Installation, Vegetar make und dann einen entsprechenden Server starten. Sie haben dann zur Benutzung zum Beispiel ein Kommandozeilen-Interface, bei dem Sie direkt zum Beispiel Get und Sets auf Key-Value-Paare machen können. Setze den Schlüssel Foo auf den Wert Bar und machen ein Get auf den Schlüssel Foo und erhalten, Sie werden es nicht ahnen, den Wert Bar zurück. Was müssen wir noch machen? Kommandozeile ist schön, aber vielleicht wäre es auch programmatisch nett. Ich hätte gern ein Language Binding, zum Beispiel für Python. Ich installiere mir das entsprechende Binding und kann dann, nachdem ich mich mit einem Redis-Knoten verbunden habe, entsprechende Sets und Gets machen und auch da passiert erstmal nichts Überraschendes. Okay, das ist der Key-Value-Store-Aspekt von Redis. Sie können jetzt natürlich... Wir sind im Kapitel Publish-Subscribe. Es wäre seltsam, wenn ich jetzt hier kein Publish-Subscribe-Beispiel hätte. Sie können jetzt auch hier ein Topic-Based Pub-Sub machen. Das heißt, in der Redis-Sprechweise ist es ein sogenannter Channel. Und Sie können sich als Klient zu mehreren solcher Channels subskribieren, ein Subscribe machen. Und auch hier haben Sie jetzt wieder eine blockierende Semantik. Auch hier haben wir jetzt nicht so einen schönen Upcall in irgendeiner Form. Aber es bleibt die Idee erhalten. Sie können auf einen solchen Channel dann ein Publish machen, nicht als der blockierende Klient, aber als jemand anders. Und Sie können natürlich auch wieder ein Unsubscribe dann machen. Was können Sie dazu tun? Sie können jetzt hier filtern durch einfaches Pattern Matching, so eine Art Globbing, wie Sie das von der Shell kennen. Und jetzt muss man da ein bisschen drauf aufpassen, wenn Sie hier mehrere Patterns angeben, die nicht schnittfrei sind, und Sie haben eine Notification, die im Schnitt Ihrer mehreren Patterns liegt, dann bekommen Sie auch mehrere Notifikationen. Das ist, ich finde das drollig, aber ist es auch Wahnsinn, hat es doch Methode. Also man kann sich dran gewöhnen, aber
Es ist sicherlich eine Besonderheit von Redis hier an dieser Stelle. Okay, kleines Beispiel dazu, da ist der Gist dazu verlinkt, wenn Sie es genauer nachlesen wollen. Sie brauchen einen Listener, Sie müssen, das ist ein eigener Thread, naheliegenderweise, indem Sie sich einen solchen PubSub Zugriffspunkt beschaffen und dann entsprechend hier zu den entsprechenden Channels sich hinzufügen, dann Subscribe dazu machen. Darauf blockieren Sie, das ist wieder über einen Generator in Python, und können jetzt hier mitbekommen, dass jemand anders sich subskribiert hat. Es kann Daten dazu geben. Wenn wir jetzt hier das Datum Kill bekommen, das ist jetzt hier dem Beispiel geschuldet, dann unsubskribieren wir. Und wenn es weder das noch das ist, dann geben wir das aus, was wir hier bekommen haben, aus dem Rückkehr dieser Listen-Operation. Damit wir jetzt hier noch was zu tun haben, bauen wir uns jetzt hier noch eine Redis-Verbindung auf. Wir bauen uns ein paar Threads zusammen, die auf verschiedene Kanäle ein Listen durchführen. Der hier macht ein Listen auf Test.1, Test.2 und der hier macht ein Listen auf Test.stern und Stern.irgendetwas. Die starten wir, diese Threads. Wir haben also drei Listener-Threads laufen, parallel zum Main-Thread des Python-Programms und machen jetzt hier Publishes von 1 auf Test1, Test2 und so weiter. Und zum Schluss machen wir noch ein Kill. Dieses Kill wird zu allen ausgeführt werden. Hier ist noch der Ablauf davon. Man könnte so schauen, ob das in Übereinstimmung mit der Prophezeiung dieses semantischen Modells ist. Der langen Rede kurzer Sinn. Redis ist ebenfalls eines dieser Standardwerkzeuge, die Sie kennen sollten, kennen müssen, um in verteilten Systemen hier arbeitsfähig zu sein. Das ist ein schöner, ich denke, ein schöner, kleiner, kompakter Einstieg in ein solches Beispielprogramm, in das, was Redis Ihnen alles kann. Das kann furchtbar viel mehr, aber hier können Sie mal reinschnuppern. Ich würde Ihnen dringend empfehlen und Sie dringend bitten, installieren Sie sich mal ein Redis, spielen Sie damit rum, probieren Sie ein paar Beispiele aus, damit Sie ein Fingerspitzengefühl dafür bekommen, was da jeweils passiert. So, und damit kommen wir zur Zusammenfassung für dieses Kapitel. Ich hoffe, ich habe Ihnen etwas Appetit gemacht auf Publish Subscribe als ein etwas anders strukturiertes, etwas anders funktionierendes Denkmodell, wie Sie die Interaktion von verteilten Komponenten in einer solchen Applikation organisieren können. Es ist, also die meisten Leute gucken immer erstmal ein bisschen verdutzt, so die Erfahrung aus Lehrveranstaltungen, aber wenn man sich daran gewöhnt hat, es ist tatsächlich wirklich nützlich. Es ist ein nützliches Denkmodell, man kann viele Aspekte sehr elegant, sehr schön in dieses Modell abbilden. Man hat diese Vorstellung des Callbacks aus der nicht verteilten Programmierung hier verallgemeinert und durch die je nach System mehr oder weniger mächtigen Filtermöglichkeiten können Sie sich auch sehr gut an viele, viele Anwendungskontexte anpassen. Wenn Sie wirklich große Systeme bauen wollen, also Internet skaliert, Tausende von Teilnehmern, dann sind diese einfachen Matching entweder beim Publisher à la Genie oder Matching entweder beim Subscriber à la Redis, dann sind diese einfachen Dinge nicht ausreichend, das würde nicht geeignet skalieren, Sie bekommen nicht die Leistungsfähigkeit, die Sie haben wollen. Dann muss man sich Gedanken machen, dass Sie ein System à la Siena oder ähnlicher Systeme benutzen, die Event Routing und Event Matching in dazwischen geschalteten Matching-Servern machen können und damit die Last von Ihren Klienten entnehmen und die Kommunikationslast insbesondere gegebenenfalls sehr, sehr stark reduzieren können. Ja, damit sind wir mit dem Publish-Subscribe auch schon durch. Sie haben gemerkt, das war ein kürzeres Kapitel. Diese Idee des Nachrichtenaustauschs, einer nachrichtenzentrierten Kommunikation, werden wir im folgenden Kapitel nochmal aufgreifen und uns überlegen, was man machen kann, wenn man Nachrichten noch stärker in den Mittelpunkt der Diskussion stellt, als wir das bis jetzt getan haben. Bis dahin, erstmal danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Video.